Siebenkämpferin Ivona Dadic muss den Olympiatest in Ratingen aufgrund von Knieproblemen abbrechen. Jetzt gibt die Oberösterreicherin aber Entwarnung. Ihre Olympiateilnahme ist auf keinen Fall in Gefahr. Auch ein geschwollenes Knie kann Ivona Dadic nicht vom Olympiakurs abbringen. Auf den Schreck folgt nun die gute Nachricht. Es waren nie wirklich große Schmerzen da, es war eben einfach die Reaktion vom Knie auf das viele Training der letzten Woche. Und ich hoffe, dass jetzt einfach die Schwellung ganz aus dem Knie rausgeht und dann sollten die Wettkämpfe, die jetzt dann anstehen, gut passen. Bevor Dadic am 23. Juli in den Flieger nach Tokio steigt, stehen neben den Staats- und Landesmeisterschaften zwei Meetings am Programm. Die vier Wettkämpfe muss ich jetzt einfach gut nutzen, um ein gutes Gefühl aufzubauen, damit ich dann in Tokio wirklich mit einer guten Form anreise. Als Weltjahresbeste 2020 startet die Sportlerin des Jahres am 4. August in den Olympischen Siebenkampf.